Klicks. Guckste, hörste, klickste. Das Szene-Sounds Radio Interview. Ihr seid ja vom sonnigen Kalifornien ins verregnete Berlin gekommen. Habt ihr das jemals bereut? Was heißt bereut? Dass ihr sagen würdet, also... es gibt so Momente. Also, wie Sehnsucht nach Kalifornien? Ja, ab und zu. Also es ist schön zum Besuchen auf jeden Fall. Aber wohnen in Berlin ist natürlich viel, viel besser, könnte man sagen. Ihr habt uns ja vor der Show oder mir vor der Show verraten, dass ihr jetzt mehrere Shows mit den Kamikaze Queens in der Heimat spielt. Wir wollen aber trotzdem darauf hinweisen, dass ihr morgen Abend in der Wiener Straße im Wald der Tat live zu sehen seid mit den Crybabies. Ja. Sagt doch mal was zu eurem Programm jetzt. Ihr seid jetzt aus Basel gekommen, fahrt jetzt nach Rostock und fahrt dann in die USA. Genau, wir sind momentan sehr, sehr beschäftigt, also mit allen Projekten eigentlich. Also diese Woche ist richtig krass. Moment sind ein paar kurzfristige Kamikaze Queen Show für die US-Tour, die wir machen im März. Und da gehen wir zu zweit erstmal nach Austin, Texas und spielen 4-5 Shows als Crybabies Duo. Daher, warum nicht? Also, genau, ihr seid zu viert eigentlich. Zwei sind heute nicht bei. Ihr habt noch einen Steel-Gitarristen bei und euren Drummer. Also, genau, ihr seid eigentlich vier. Wir werden dann als die Gänseband nächstes Jahr gehen. Also erstmal zu zweit gehen, ein bisschen Urlaub, ein bisschen spielen und dann wird es richtig dann getourt mit Kamikaze Queens, das ganze Westküste. Auf eurer neuen CD sind einige Coverversionen bei, nicht nur von den Ramones zum Beispiel, sondern auch von Brenda Lee und Hank Williams, diese alten Country-Größen. Generell Country, Swing und Rockabilly, ist das nicht unterschätzt? Geht ihr bewusst back to the roots? Weil diese Musik ist ja eigentlich der Ursprung allen Guten. Bei uns ist immer was lustig ist. Ich liebe Ramones, wir haben auch ein Lied von The Who, das ist auch lustig. Und es interessiert mich. Und ich spiele nur, was ich interessant finde. Und ich habe diese Lieder als Kind geliebt. Und warum nicht mit einem Country Beat? Habt ihr da musikalische Vorbilder? Also, ich weiß von Trinity, dass sie C.V. Stone King und Cute Leapers gut findet. Aber selber Vorbilder für deine Show oder für deine Sachen, die du machst, hast du wahrscheinlich nicht mehr jetzt, oder? Also musikalisch bin ich ein großer Debbie Harry Fan von Blondie und außerdem Detroit Cobras, früher noch Loretta Lynn sind große Helden von mir, Poison Ivy. Also es gibt viele. Ihr tourt viel rum, ihr macht viel, ihr seid praktisch dann damit Berufsmusiker. Ist es so, dass ihr das zu 100% lebt, weil es für die Live-Show keinen Ersatz gibt im Leben? Wir leben meistens von den Konzerten. Wir sind aber auch nebenbei auch Veranstalter, also regelmäßig in Berlin. Wir machen ja jeden Montag eine Country-Veranstaltung. In der Bassi-Club seit 7 Jahren schon. Da haben wir angefangen als... wir haben angefangen, ins Album White Trash haben wir gearbeitet und nebenbei irgendwann inzwischen was gespielt, Akustik. Und jetzt, nach 7 Jahren booken wir die Bands halt und sind wir da. Und es ist irgendwie Hab, Veranstaltungskonzerte. Also irgendwie von Musik leben, nicht ganz von unseren eigenen Konzerten, aber das geht. Ich meine generell, das Live-Gefühl auf der Bühne zu stehen, das macht alle Strapazen wett, oder? Genau. Wir machen von jeder Zeit, von den Veranstalter und Musiker. So. Was? Nix. Alles okay. Amerika, Land of the Free, hat sich für euch aus der Entfernung durch Obama irgendwas geändert? Durch Obama nicht unbedingt. Also ich war auch ja hier in der Tiergarten, als er seine Rede gemacht hat. Fand ich auch sehr beeindruckend. Und aber leider, alles, was er versucht, besser zu machen, wird alles shot down. Also der The Republicans, oder? Ja, der ist richtig schwierig für ihn, irgendwas zu schaffen, denke ich. Ja, die machen, okay, George Bush hat alle wirklich Scheiß gemacht. Für ihn, er hat wirklich einen harten Job. Genau. Ich glaube, er versucht, eine bessere Welt zu machen, aber... Er kämpft die ganze Zeit. Seine Konkurrenz...
Wir können das nicht merken. Aber für euch ist so, Berlin so, hat ein besseres Freiheitsfeeling als eure Heimat praktisch jetzt so, vom Leben in der Stadt hier? Auf jeden Fall. Keine Frage. Ja, es ist seit 9-11, es ist in Amerika, es ist ein bisschen traurig. Es ist meine Freunde und Familie sind da und es ist jetzt ziemlich unzufrieden. Mhm. Es ist ein bisschen traurig. Mhm. Andere Frage, steckt man sich als Underground-Band, ihr seid ja nur zwei Bands oder ihr seid ja mehrere, ihr seid ja Kamikaze Queens, ihr seid Crybabies Duo, Crybabies Band, ihr Pony Named Olga bist du noch bei. Steckt man sich da als Underground-Band bewusst Ziele, was Plattenverkäufe angeht oder Konzerte, große Konzerte oder große Touren, dass man bewusst so und so viel Gigs spielen muss oder will im Jahr, dass es mehr wird, immer mehr wird? Also wir spielen eigentlich so viel wie wir können. Also momentan ist, wir müssen nicht immer spielen. Also es wird oft mehr was angeboten. Also wir sind gerne auf Tour. Also wir spielen gern. Und das tut ihr morgen im Weiler Tat. Wie gesagt, ihr seid erst relativ spät auf der Bühne, aber man kann ja vorher da sein, in der Wiener Straße. Und wir hören jetzt von euch Unplugged einen Song, und zwar Ain't Loving My Baby Tonight. Ja, gerne. Das finden wir ganz toll. Okay. Okay. Ready, baby? Ready, darling. Loving my baby tonight, all right. Loving my baby tonight.